So Leute, ich hoffe, ihr seid alle bereit, denn heute geht es endlich nach so langer Zeit hinauf nach Hochrotgar über die 7000 Stufen. Länger kann und will ich einfach nicht mehr warten, ihr ja auch nicht, und deswegen folgen wir endlich dem Weg der Stimme. Die Graubette haben mich in ihr Kloster Hochrotgar auf dem Hals der Welt gerufen. Offenbar haben sie von der rätselhaften Macht erfahren, die ich durch das Töten des Drachen vor Weißler verlangt habe. Und das schon vor ziemlich langer Zeit. Und deswegen ist es jetzt endlich soweit. Und auf meinem Weg dorthin erledige ich quasi gleichzeitig auch noch hier diese kleine Nebenquest. Und zwar soll ich ein paar Vorräte dort mit hinbringen, die ich bekommen habe. Das heißt, da schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und natürlich begleiten mich Kayo und der Ketus auch weiterhin. Ist doch ganz klar. Also, auf geht's. Hier fangen sie an, die 7000 Stufen. Ich freue mich ja echt, wer die freiwillig gezählt hat. Und ob das auch wirklich 7000 Stufen sind. Ich werde die jetzt sicher nicht zählen. So, Moment mal, da ist noch eine Höhle in der Nähe. Kleinen Augenblick, ich will die nur einzeichnen. Ich gehe nicht rein, keine Sorge. Ich will nur wissen, was das hier ist. Erstmal haben wir hier einen Höhlenbär und... Aha, die Kieferspitzenhöhle! So... Lächerlich, ein Höhlenbär wird mich doch daran nicht hindern hier. Ich wollte nur wissen, was das ist. Okay, die Dings hier, Kiefernhöhle. Kiefernspitzenhöhle, aber da gehen wir jetzt natürlich nicht rein. Nein, wir fangen jetzt an hier mit den 7000 Stufen. Na, seid ihr bereit? Natürlich, auf geht's. So, was ist das hier? Au, eine Schrifttafel, die ich lesen kann. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Sehr interessant. Das heißt, wir erfahren jetzt hier ein bisschen was über die Vorgeschichte. Sehr interessant. Das werde ich natürlich alles vorlesen. Ich bin echt gespannt, wie lange es dauern wird, bis ich da ganz oben bin. Wenn ich Pech habe, sogar den ganzen Part. Aber macht ja nichts. So, ui, schon wieder ein Höhlenbär. Mann, die sind aber auch lästig heute. So, was? Knochenbrecherfieber? Unmöglich! Missgeburt! Kannst du es wagen? So eine Frechheit. So, aber ich habe da natürlich was dabei. Ich habe mir ja viele Tränke gebraut, bin ja nicht doof. So, ich habe hier ein paar Mal einen Zaubertrank der Krankheitsheilung dabei. Prösterchen, und schon geht es wieder. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich mit einer Krankheit da oben ankomme? Das geht gar nicht klar. So, der hat voll die Ziege getötet, der Bär. Voll fies. Ja, so, davon habe ich ja schon von den Einwohnern von Iverstadt gehört, dass es hier oben auch ein paar wilde Tiere geben kann, aber die können mich doch nicht davon abhalten, hier nach oben zu kommen. So, mal ein bisschen Tempo hier, komm schon. Tempo, Tempo, Tempo. Ist da jemand? Da steht ja jemand. Wer ist das denn? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotgar emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Tja, Dovahkiin bedeutet Drachenblut, falls du es nicht weißt. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay, ich verstehe. Na dann, weitermachen. Also gut. So, und hier haben wir wieder eine Schrifttafel. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme.
Ach so? Waren die alle stumm oder was? So, ui, es wird schon etwas neblig. Naja, ich meine, als ich jetzt hier gerade losgegangen bin, habe ich auf die Uhr geguckt, im Spiel war es gerade 7 Uhr morgens. Habe ich mir gedacht, das ist doch eine schöne Zeit, um hier den Aufstieg zu beginnen. Bin gespannt, wie spät es im Spiel ist, wenn ich oben bin. So, komm, ein bisschen schneller. Das dauert ja sonst ewig. Ui, was ist das? Ach so, ein Eistroll. Sieh mal da, komm her. Ah, Trolle sind anfällig gegen Feuer. Also stirb. Lächerlich. So. Trollfett. Aha, gut, also Eistrolle leben hier oben auch. Die sind schon ein bisschen stärker als die Höhlenbären. Schneebären wachsen ja auch noch. So, jetzt liegt hier schon Schnee. Mann, ey, jetzt gibt's auch schon Schneebären, natürlich. Komm, liegt Schnee, sind's keine Höhlen, sonst schon wieder Knochenbrecherfieber. Was zum Teufel? Willst mich doch verarschen? Kommt davon. Ey, die sind jetzt aber ganz schön dreist. So, dafür habe ich zum Glück genug von diesen Krankheitsheilungstränken dabei, weil das geht mal gar nicht klar. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. So, aha, der Nebel ist wieder weg. Ah, schöne Sonne hier. Ein paar Bergziegen. Der Wind pfeift uns um die Ohren. Und da haben wir wieder eine Schrifttafel. Ich finde es echt interessant, was man hier so erfährt. So, was ist hier drin? Aha, ein Dieselzweig und ein bisschen Gold. Einfach mal voll geklaut. So, da seid ihr ja. Ihr kommt natürlich schön mit. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Hört sich ja ganz schön heftig an. Bin mal gespannt, wie viele es von diesen Tafeln hier noch gibt, von diesen Steintafeln. Der Weg scheint ja doch ziemlich lang zu sein. Wenn man bedenkt, dass ich irgendwie da oben rauf muss, kann es wirklich noch lange dauern. Deswegen wirklich gut, dass ich da nicht sofort hingegangen bin, als ich die Quest bekommen habe. Ich habe mir wirklich sehr, sehr lange Zeit gelassen. Habe ganz viel Zeit gequestet. Und ich finde, jetzt bin ich auch eines Drachenbluts würdig. Jetzt habe ich eine starke Rüstung und ein starkes Schwert. Die sollen ja von mir keinen schlechten Eindruck bekommen. Oh, da ist noch jemand. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Ja. Habt ihr die Graubärte Doverkin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Aha, na dann, weitermachen. Ja. Emblem 4. Kühne wandte sich an Parturnax. Komischer Name, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. Ganz schön krass. Also mit Kühne wird bestimmt Kühnerit gemeint sein, nehme ich mal an. Einer von den Göttern. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Also die Aussicht in dem Spiel ist echt fantastisch. Wenn man da in den Grafikoptionen die Sichtweite auf maximal gestellt hat, dann sieht man ja so dermaßen weit. Das ist einfach der Oberhammer. Oh Gott, ey, ich muss da oben, muss ich rauf. Leck mir an die Füße, na das kann noch dauern. Das kann wirklich noch lange dauern, Leute. Also ich rechne damit, dass fast der ganze Part für den Aufstieg drauf geht, aber was soll's. Der Weg ist das Ziel, wenn man so schön sagt. Oh. Na super, da oben ist noch ein Eistroll. Na, komm mal her, mein Dicker.
Ich habe schon mal einen getötet von deinen Kollegen. So, jetzt bist du dran. Schlitz, was? Trolle sind zum Glück anfällig gegen Feuer. Und ich habe ein Feuersword. Yeah! Voll in die Fresse. Ist doch Kinderkacke hier. Für sowas habe ich schon lange keine Angst mehr. Da haben wir wieder eine Steintafel. Emblem 5. Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Alduin. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das muss der Drache vom Anfang des Spiels sein, der Helgen angegriffen hat. Das wird einem nämlich leider durch den Ladebildschirm hin und wieder mal gespoilert, dass der schwarze Drache vom Beginn des Spiels so heißt. Das war also sein Name. Sehr interessant. Alter, wie hier schon der Wind über den Schnee pfeift, die muss es schon so scheiße kalt sein. Würde mich jetzt wundern, wenn wir hier nochmal jemanden treffen. Jetzt sind wir doch schon ziemlich weit oben. Aber die Aussicht ist wirklich atemberaubend. So, da haben wir auch nochmal einen Schrein mit so einer Tafel. Emblem 6. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ja, das muss aber schon verdammt lange her sein. Emblem 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine siebenjährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Namen über Namen. Gut, der Rote Berg ist ja eigentlich ein Vulkan in Morrowind und der ist ja der Zeitrechnung nach jetzt schon ausgebrochen. Deswegen sind auch die ganzen Dümmer ja von Morrowind geflohen, weil das einfach unbewohnbar geworden ist dort. Ist ja klar, es regnet ja ständig Vulkanasche, da kannst du ja nicht mehr leben, da kriegst du ja auch keine Luft mehr und so. So, da haben wir schon wieder die nächste Tafel, hier gibt es ja verdammt viele. So, was steht da? Emblem 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt, auf dem wir uns ja mehr oder weniger schon befinden. Der höchste Berg in ganz Tamriel. Wir sind ja noch immer nicht da. So, ihr haltet natürlich brav Schritt. Eh klar. Alter, dieser Wind, ey. Hier muss es schon so dermaßen kalt sein. Da frisst ihr ja den Arsch ab. Leute, wir sind da. Wir sind da. Es geht also gar nicht bis ganz nach oben, wir sind aber da. Das ist es. Damals nochmal eine letzte Tafel hier, das sieht aus wie eine Statue von Talos. Emblem 9. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim. Damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrodgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Alter, das ist so heftig. Tiber Septim damals war also auch ein Drachenblut. Heftig deftig. Deswegen auch hier noch eine kleine Statue von ihm. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Ob das jetzt wirklich 7000 Stufen waren, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ist mir ehrlich gesagt doch scheißegal. Hauptsache, wir sind endlich oben! Hochrodgar entdeckt. Endlich! Jetzt kann ich immer, wenn ich es will, schnell hierher reisen. Moment, hier haben wir ja noch eine Tafel. Emblem 10. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg. Sprich nur in wahrer Not.
Alles klar. Oh! Stimme des Himmels hinzugefügt. Was war das gerade? Was ist das? Magischer Effekt oder was? Stimme des Himmels. Tiere greifen dich weder an, noch fliehen sie vor dir. Alter, wie geil ist das denn? Und das wirkt 24 Stunden im Spiel? Voll krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier sowas gibt. Stimme des Himmels. Cool. Gut, dass ich das noch gelesen habe. Einfach noch so einen magischen Effekt bekommen. So, und ich glaube, das Ding hier ist jetzt die Truhe, wo ich diese Nahrungsvorräte für die Graubette reinlegen soll. Hm? Hier liegt ja schon einiges. Einfach mein Zaubertrank der höchsten Heilung. Oder was sollen die Graubette denn mit sowas? Das nehme ich mir selber. Genauso wie hier Drachenbaum. Ich glaube kaum, dass sie damit was anfangen können. Ich nehme das einfach mal ganz dreist mit. Das sind doch eh nur ein paar Blumen. So. Hier, vor allem die Truhe ist ja leer. Da muss eben erstmal was rein. So, öffnen. Und jetzt mein Inventar. Diverses. Wo ist es? Wo ist es? Hier, Klimmix-Vorräte. Passt, abgeschlossen. Kehre zu Klimmix zurück. Naja, nicht so bald. Das kann auch ein bisschen warten. So, Leute. Jetzt werden wir endlich nach so langer Zeit die Graubärte kennenlernen. Ich bin echt schon megamäßig gespannt, wie die Typen wohl aussehen. Sieh an, ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ihr nennt mich Drachenblut, was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriert einen Schrei unerbittliche Macht, der heißt Arngier. Schreit uns an und gebt uns eine Kostprobe eurer Stimme. Okay, bitte, wenn du willst. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, das kann jetzt natürlich durch den Dragon Ball DLC nicht mehr länger stimmen. Weil es da ja um das allererste Drachenblut überhaupt geht. Aber das hat ja jetzt mit der Hauptstory nichts zu tun, deswegen werden die da auch gar nichts irgendwie drüber sprechen. Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung gemeistert, ihr so schon die Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen.
Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro! Wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Flossa! Fuß! Gut gemacht. Wieder einmal. Flossa! Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. So, lerne das Wort der Macht von Bori. Alter, so sehen die Typen also aus. Gut. Sind aber wohl nicht unbedingt sehr gesprächig, abgesehen von ihm halt. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal mit und bin gespannt, was jetzt kommt. Und vor allem, wenn ich da jetzt hier wirklich Schrei trainiere, dann werde ich mir ausnahmsweise hier mal gleich was anlegen, und zwar das Amulett von Talos. Die Abklingzeit nach einem Schrei vermindert sich um 20%, weil ich muss ja immer ein bisschen warten, bis die Schreie wieder aufladen, bis ich die erneut einsetzen kann. Und ich glaube, das ist hier sicher nicht verkehrt. Ich sehe, habt ihr bereits mit dem Lernen des Schreis Wirbelwindsprint begonnen. Meister Bori wird euch Na-Raserei beibringen, das zweite Wort von Wirbelwindsprint. Na! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Nah in euch tun. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr ein neues Wort meistern könnt.
Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori? Bex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Okay, so jetzt muss ich nur gucken, habe ich den Schreiber überhaupt ausgerüstet? Natürlich nicht. So hier, Wirbelwindsprint. Alles klar, da steht ja auch. Dein Turm rast hier voran und reißt dich mit sich der Geschwindigkeit des Sturmwinds. Da bin ich schon sehr gespannt. Und na! So, rede mit Angai über deine weitere Ausbildung. Hat ja gut geklappt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Abgeschlossen, der Weg der Stimme. So, die Karte hat sich auch aktualisiert und begonnen, das Horn von Jürgen Windrufer. So, bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. So, ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Es gibt nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wann kann ich Parthornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Erzählt mir etwas über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen.
Warum sagen die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Na, da verzichte ich mal lieber. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Boah, voll krass, was der mir jetzt gerade alles erzählt hat, Leute. Ich glaube, jetzt ist aber auch Schluss. Der hat jetzt richtig viel gelabert, also sorry, wenn der Part wieder Überlänge hat, aber wir sind jetzt ja wenigstens endlich da und wissen auch, was wir als Nächstes zu tun haben. Möge der Himmel euch leiten. Aber natürlich. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal bei Skyrim. Da versuchen wir dann dieses Horn von Jürgen Windrufer und Alter, was ist denn das da hinten? Voll der Eissturm irgendwie. Da geht's vielleicht zu dem Anführer hin, aber da komme ich garantiert nicht durch. Muss ich auch noch gar nicht. Er hat gesagt, ich werde es erfahren, wenn ich bereit bin, ihn zu treffen. Dann werde ich es wissen. Also, danke fürs Zusehen. Das war jetzt wirklich endlich mal richtig super duper spannend. Und ja, wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn wir das Horn von Jürgen Windrufe zurückholen. Ciao!